Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich starte jetzt mal wieder mit einem Bookshopping-Vlog plus auch im Anschluss einem Book-Haul. Ihr habt jetzt hier schon gesehen, dass ich das Buch auch mitgenommen habe. Also schon mal ein kleiner Teaser. Aber hier gab es zum Beispiel auch signierte Bücher und ganz viele andere coole Neuerscheinungen, die ich euch ein bisschen gezeigt habe. Das Buch ist ja auch sogar signiert gewesen. Auch eine relativ neue Erscheinung, glaube ich. Hier war ich wirklich sehr verwundert, dass es Golden Heritage schon wieder mit Farbschnitt gab, weil das war absolut ausverkauft, aber die hatten wahrscheinlich nochmal eine Fuhre nachbekommen. Und hier war noch eins der Neuerscheinungen von Lux, was bei mir auch letztens angekommen ist. Und hier auch der dritte Teil King of Greed von der Reihe von Anna Wong. Und hier auch der zweite Teil von Sandover Prep, heißt es so, I guess. Und hier gibt es inzwischen auch so richtig coole Goodies zu der Reihe von Bianca, also von Golden Heritage. Die habe ich auch beide zu Hause in dem Beutel und auch dieses Journal. Und hier gab es dann wieder diesen riesen Bereich von Dark Romans Büchern. Und es gab hier dann auch wieder ein riesengroßes Abteil von Romance-Büchern. Da habe ich nur inzwischen das meiste schon. Und da habe ich aber noch ein bisschen rumgestöbert, weil irgendwas versteckt sich meistens trotzdem dazwischen. Hier gibt es übrigens auch diese Buchumschläge, wonach mich viele manchmal fragen. Also bei mir in der Meiersche in Essen auf jeden Fall. Müsst ihr mal schauen. Bei Thalia habe ich sie jetzt noch nicht so oft gesehen, aber manchmal. Aber schaut gerne mal vorbei. Ich finde die super cool. Und mich frage, wie gesagt, immer mal wieder Leute. Und dann bin ich auch mal in den English-Bookshop gegangen. Habe ich dann auch ein bisschen rumgestöbert und geschaut. Danke fürs Film, by the way. Und da gab es auch eine richtig schöne Ausgabe von Fourth Wing, das seht ihr da oben. Das habe ich auch mal kurz angeschaut. Und hier gibt es dann auch richtig schöne Ausgaben von verschiedenen Klassikern. Die finde ich irgendwie immer richtig schön. Und auch von Jane Austen da unten, dieses mintfarbene fand ich voll toll. Das linke habe ich schon, das blaue. Und hier noch ganz viele andere englische Bücher. Hier gab es auch ein paar coole Bücher, die mich ein bisschen angesprochen haben. Vor allem das Neue da hinten von Lux, das seht ihr jetzt gleich nochmal im Anschluss. Das ist auch von einer Thea geschrieben und es sieht einfach geil aus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die Optik spricht mich extrem an, obwohl ich nicht mal weiß, ob der Inhalt mir gefallen wird. Aber es sieht irgendwie wunderschön aus. I want it! Hier gab es dann auch nochmal so ein Fantasy-Regal, wo auch Fourth Wing und sowas stand. So einige, was heißt Klassiker, aber die man halt so vom BookTok kennt, so BookTok-Klassiker. Hier gab es auch Belladonna und den zweiten Teil Foxglove. Und da habe ich dann auch so ein Regal gespottet mit richtig vielen Farbschnitten aus der Fantasy-Abteilung. Hier gab es dann auch nochmal die Shatter Me-Reihe. Ich bin immer noch am Überlegen, die zu kaufen, weil mir so viele sagen, ich soll sie lesen, aber irgendwie mag ich die Optik davon nicht. Und hier gab es auch nochmal die ganzen Bücher der Reihe von Das Reich der Sieben Höfe. Möchte auf jeden Fall auch mal bald irgendwann anfangen. Und da seht ihr auch ein Buch, was ich letztens gekauft habe, This Book Kills. Ich bin sehr gespannt auf das Buch, weil es klingt unfassbar geil. So ein bisschen in die Richtung von The Good Girl's Guide to Murder. Und hier ist dann diese Manga-Abteilung Richtung Jugendbuchabteilung. Und dann bin ich ein bisschen weiter spaziert. Hier seht ihr auch nochmal, ich hatte die ganze obere Etage für mich. Also es war alles komplett leer. Und hier gibt es dann auch nochmal so eine weitere Ecke mit englischen Büchern. Englischen Büchern vor allem. Mhm. Hier war ich auch mal kurz in der Kinderabteilung, weil das ist voll süß. Da gibt es diese Wunschkisten, wo du dann zum Geburtstag dir irgendwelche Sachen aussuchen kannst. Ich liebe sowas, beziehungsweise ich habe sowas früher sehr geliebt. Und da gab es dann auch nochmal so Bookblind Dates für Kinder quasi. Und dann bin ich nochmal nach unten und habe da ein bisschen rumgestöbert. Ich finde auch solche Klassiker inzwischen sehr spannend. Also alle Sorten, was ihr da unten seht, habe ich jetzt auch öfter gesehen. Vielen hat es sehr gefallen, vielen eher weniger, aber es sieht irgendwie voll interessant aus. Hier gab es auch noch ein paar andere coole Sommerbücher. Yellowface auch schon ohne Farbschnitt gespottet. Und das habe ich noch gar nicht gesehen. Unten gibt es ein ganzes Romcom-Regal, also wirklich mit allen möglichen Büchern. Richtig cool, habe ich mich voll gefreut, irgendwie das mal zu sehen, weil ich unten sonst auch nicht so viel unterwegs bin, weil eigentlich alles bei uns oben steht. Und ich finde, das sah irgendwie so bunt aus, irgendwie cool. Dann habe ich hier mal noch so eine 0,5 Aufnahme probiert, die ist ein bisschen unscharf geworden, aber ich dachte, komm rein damit. Hier gab es auch so einen Tisch, wo es ein paar Goodies und sowas gab. Und dann sind wir auch schon Richtung Kasse irgendwann. Diese Karten an diesem Aufsteller fand ich irgendwie noch ganz schön. Und da gab es auch noch Let's Be Free, das habe ich ja auch letztens mitgenommen. Und hier die ganzen Bestseller, wo vor allem auch die ganzen Save Me Bücher halt ausverkauft waren.
Und meine Begleitung hat sich einige Klapptexte durchgelesen und ich habe ihn dabei gefilmt, weil ich fand es irgendwie voll knuffig, weil eigentlich liest er gar nicht und interessiert sich dafür nicht, aber er meint halt, sobald er mal anfängt, findet er es eigentlich interessant, aber so selber ein Buch in die Hand nehmen und wirklich lesen tut er dann halt trotzdem irgendwie nie. Und da oben habe ich auch noch ein Buch gespottet, dann seht ihr gleich. Das hat mich irgendwie voll angesprochen, weil ich dachte irgendwie, das ist ein englisches Buch, es sah voll so aus, aber es ist ein deutsches und ich möchte das gerne haben. Und dieses Before I Do fand ich irgendwie auch sehr ansprechend, hatte ich das Buch auch nochmal in der Hand. Abend habe ich schon bezahlt und jetzt gibt es den Bookhaul. Nachdem ich euch gestern mitgenommen habe, um ein bisschen Bücher shoppen zu gehen, muss ich euch natürlich jetzt auch zeigen, was mit durfte. Es sind 3 Bücher geworden und die zeige ich euch jetzt. Wir fangen mit dem Buch an, deswegen ich auch gestern hin wollte, und zwar diesem hier. Ich glaube, das kennen auch relativ viele vom Cover her. Es ist, glaube ich, eine Übersetzung aus dem Englischen, soweit ich weiß, habe ich auf jeden Fall mitbekommen und ich habe das auch schon öfter gesehen. Und mich dann jetzt auch gefreut, dass es auf Deutsch endlich da ist. Es klingt unfassbar gut, hat jetzt auch wieder was mit Hockey zu tun und ich glaube, das passt immer ganz gut rein und kann man immer mal zwischendurch lesen. Es ist auch ein bisschen dicker, aber es hat mich irgendwie sehr angesprochen. Es hat sogar über 600 Seiten, also wirklich sehr, sehr viel. Aber ich sehe auch gerade, es kommt scheinbar noch ein zweiter Teil raus. So sieht er aus und ich bin mal gespannt, wie mir die Reihe so gefallen wird. Ich habe jetzt aber auch schon vereinzelt gesehen, dass manche es gelesen hatten und eine hat es, glaube ich, auch innerhalb von einem Tag gelesen und meinte, sie hat es wirklich geliebt. Und bei so einem 600-Seiten-Buch heißt das schon wirklich was. Ich mag ja generell so dicke Bücher, wobei ich mich da manchmal vor dem Lesen wieder so ein bisschen drücke, weil ich sie dann doch wieder so ein bisschen angsteinflößend finde von der Dicke, aber trotzdem liebe ich sie irgendwie und momentan kommen auch sehr, sehr viele dicke Bücher raus. Und ein Buch, was ich jetzt auch noch relativ spontan mitgenommen hatte, was ich aber dann auch so auf dem Schirm hatte, ist King of Greed. Ich dachte, ich nehme es jetzt schon mal mit, auch wenn ich die Reihe noch nicht weiterlesen kann, beziehungsweise die ganze Reihe noch gar nicht angefangen habe, weil die Twisted-Reihe ja quasi davor spielt und die habe ich noch nicht wirklich weitergelesen. Also ich habe ja den ersten Teil gelesen, den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Viele mochten ihn ja gar nicht so gerne, aber ich fand ihn bisher auf jeden Fall super als Einstieg für die Reihe und die nächsten Bände sollen ja sogar noch besser werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die werden und auf die Reihe bin ich auch gespannt. Wobei ich da tatsächlich noch gar nicht so viel Gutes gehört habe, aber mal sehen. Und ein Buch, was ich dann noch relativ spontan mitgenommen habe, was ich aber jetzt auf jeden Fall auch schon auf dem Schirm hatte, weil ich den ersten Teil schon zu Hause habe, ist der zweite Teil von Secretly Yours von Tessa Bailey. Ich habe von ihr noch nichts gelesen, deswegen bin ich mal gespannt, wie die Reihe so sein wird. Aber ich finde, die klang ganz cool, weil es auch irgendwie sowas Ländlicheres hat. Hier steht auch was von wegen Weinberg und ich mag sowas eigentlich, glaube ich, ganz gerne, sowas Ruhigeres. Ich mochte ja zum Beispiel auch total gerne die Cherry Hill-Reihe von Lily Lucas, hatte auch so familiäre Farm-Vibes, ihr wisst, was ich meine. Hat sowas inzwischen auf jeden Fall öfter, dass es solche Vibes beinhaltet und deswegen wollte ich jetzt die Reihe auf jeden Fall auch bald lesen und jetzt habe ich mir den zweiten Teil. Das hier ist meine Ausbeute. Ich könnte euch eigentlich auch mal im gesamten kleinen Bookhaul machen von den letzten Tagen, weil ich auch letztens wirklich extrem viele Bücher mitgenommen habe. Also ich glaube insgesamt 6 Stück und eins noch bei mir angekommen, plus jetzt die, also sind jetzt in den letzten Tagen, also übers Wochenende hinweg quasi, sind jetzt insgesamt 10 Bücher eingezogen. Also wirklich sehr, sehr viel, aber irgendwie hatte ich jetzt so den Drang danach verspürt und deswegen durften jetzt so viele mit. Das war jetzt auch wirklich noch so der Rest, der mich jetzt so interessiert hat und angefixt hat, weil die anderen Bücher hatte ich jetzt letzte Woche Freitag schon gekauft, die ich halt wirklich unbedingt wollte. Ich hoffe, diese Art Video hat euch gefallen mit dem kleinen Shopping-Vlog mit drin und auch mit dem Bookhaul jetzt am Ende. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich versuche hier auch wieder aktiver zu werden. Ich möchte nämlich auch unbedingt noch einen Vlog von Valencia hochladen, weil ich auch sehr viel gefilmt habe und die ganzen Aufnahmen und irgendwie auch dieser Stress, der dann trotzdem manchmal mit drin ist, den möchte ich jetzt nicht irgendwie unnötig aufgebracht haben und das Video gar nicht hochladen, gar nicht schneiden. Nur irgendwie drücke ich mich momentan vor diesem Schneiden. Das ist mir manchmal momentan ein bisschen zu anstrengend und zu stressig. Jetzt war auch das Wochenende einfach extrem viel los, aber ich dachte, jetzt kann ich mal wieder mit so einem Bookshopping-Vlog hier starten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!